zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Neverwinter. Ich wollte gerne in mein Inventar schauen. Uiuiui. Und ja, es ist verdammt voll. Ich hatte es eigentlich sortiert, aber irgendwie scheint das nicht viel zu bringen. Hatte ich das überhaupt irgendwann mal sortiert? Verteidigung. Kritischer Treffer weniger. Ich glaube, irgendwann hatte ich das mal. Was zum Henker war das? Voll der Flitzebogen, ey. Ich müsste zurück zu diesem Fraggle, der mir die Quest gegeben hat, und ich möchte gerne unbemerkt an diesen Wölfen vorbei, danke. Huh, Schwein gehabt. Beim letzten Mal habe ich bei dieser Reliktejagd mitgemacht, hallo Teri. Und hab tatsächlich den zweiten Platz bekommen. Yay, voll stolz. So, jetzt möchte ich ganz gerne, ich glaube, der war hier unten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der war irgendwo, der war nicht hier unten, okay. Scheiße. Und das hat sich schon wieder verlaufen, das Yari. Schön. Dem Glitzerpfad zu folgen bringt mir, glaube ich, nicht viel. Doch Kanalplanschen. Die Quest heißt einfach Kanalplanschen. Ich glaube, ich musste wieder in irgendeinen Kanal und den Näschern hinterherjagen. Worauf ich aber irgendwie relativ wenig Bock habe erstmal. Ich würde ganz gerne den anderen Quests, die ich da noch habe, erstmal nachgehen. Gehen Sie zu Protectors Enclave. Oh, okay. Blöd. Ah, holy shit, wo bin ich denn hier? Ich bin auf der Suche nach den Relikten hier durch die gesamten Gebiete gelatscht und habe überhaupt nicht gemerkt, Cazador. Wo ich eigentlich lang gehe. Ja. Wir haben im Endeffekt, glaube ich, 6 oder 7 gefunden. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Könnt ihr euch ja angucken, wenn ihr die letzte Folge dann anschaut. Wow. Wie cool ist das denn? Ich will auch so einen Geist. Ich kann mir übrigens auch ein Pferd holen, glaube ich. Bei irgendwem. Hallo, mein Freund. Ich habe die Quest beendet. Wunderbar. Ich werde sie zur sicheren Aufbewahrung zurück zum Tempel von Ogma schicken. Ich werde bald wieder eine Relikte-Hatz veranstalten, also immer die Augen offen halten. Natürlich. Hat jetzt nicht wirklich wahnsinnig viele Erfahrungspunkte gebracht. Aber war mal eine nette Abwechslung, muss ich sagen. Jetzt würde ich ganz gerne... Schneller? Was ist denn schneller? Enthält von eurem Schlag. Ach ja, genau. Das war das mit dem Pferd. Reittier. Oh, nein. Nein, no. Verzeihung. War keine Absicht. Wissen ist Macht. Oh ja, das kannst du wohl laut sagen. Ich habe in der letzten Folge auch festgestellt, dass ich mir ein Reittier holen kann. Geht sie zu einer geeigneten Foundry. Foundry Quest abschließen, wie auch immer das ausgesprochen wird. Es gibt hier so viele Sachen, bei denen ich nicht weiß, wie sie ausgesprochen werden. Einfach. Ist schon doof. Gibt es auch eine große Karte, bei der ich sehen kann, wo ich hin muss? Herrschaft? PvP? Was, da will ich doch gar nicht hin. Ich will zu diesem Schneller. Da will ich hin. Kann ich da... Nee, nicht entfernen. Ich will das hier entfernen. Hier, da. Ah, ist das das... Hä? Okay, ich gehe einfach erstmal dahin. Oder war das Kuh? Oh, natürlich war es nicht Kuh. Blödsinn. Bullshit. Was? Ihr habt bereits einen Spezialwegpunkt gesetzt. Ja, danke. Herrschaft PvP will ich aber nicht. Spezialwegpunkt. Warum habe ich einen Spezialwegpunkt gesetzt? Das wollte ich doch gar nicht. Oder wollte ich das? Ich glaube nicht, dass ich das wollte. Da ist auch noch eine Quest. Die nehme ich aber erstmal nicht an. Gebundener kleiner Heiltrank. Ach so, ach shit. Ich wollte auch ein bisschen Stuff verkaufen. Naja, jetzt war ich zu abgelenkt von der Quest. Muss ich dafür in ein anderes Gebiet? Ich glaube, ich muss dafür in ein anderes Gebiet. Hier kann ich mein Stuff loswerden. Tony the Legend. Verkäufer? Verkäufer? Irgendwer mit Geld über dem Kopf? Was bist du für einer? Kopfgeldverwalter. Na, scheiße. Hallo, Feldwebel Creed. Ork-Krieger. Ach, scheiße. Mann, warum kauft ihr denn keinen Scheiß? Kauft mir meinen Scheiß ab. Ich
kann das nicht gebrauchen. Gefreiter Lissam. Ich muss tatsächlich zurück, aber wohin zurück? Zeit für ein paar Worte zum Turmviertel? Nach Protectors Enclave. Okay. Dann gehe ich zurück und hole mir mein Reittier. Ich bin gespannt, was ich mit einem Reittier anfangen kann. Also, gut. Es ist obvious, was man mit einem Reittier anfangen kann. Also offensichtlich, mir fiel gerade das deutsche Wort nicht ein. Ich nehme mal an, reiten. Ich kann auf ihm reiten. Oh. Ja. Mal schauen. Ach. Einerseits ist es so ein bisschen nervig, die ganze Zeit ein Spiel zu spielen, von dem man relativ wenig Ahnung hat. Andererseits ist es eigentlich auch wieder ganz lustig, weil man eben keine Ahnung von gar nichts hat und das auch wieder immer wieder merkt. Könntest du jetzt bitte ein bisschen schneller laden? Danke. Ach, mein Gott. Sind da wieder zu viele Menschen unterwegs, ey. Ich kann nicht mal eine Maus. Also, ich habe nicht mal... Oh, mein Deutsch, ey. Frühdienst for the win. Okay, los geht's. Weiter dem Glitzerweg folgen. Bürger von Neverwinter. Hallo, Bürger von Neverwinter. Da oben ist immer so ein Patch-File. Warum? Geh weg. Ich will dich nicht hier haben. Meh. Aber ich muss ja schon sagen, die Musik hier gefällt mir definitiv besser als in den anderen Gebieten. Warum ruckelt das hier? Oh, ich bin einfach dran vorbeigegangen. Hallo, Reittierhändler. Du kannst mein Reittier verkaufen. Oh, wow. Deine Reittiere sind verdammt teuer, mein Freund. Ach, das ist nur Verleih. Für 5 Stunden. Das... Wow. Wie geil ist das denn? Ich will. Ja, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Geld. Bis ich mir hier ein Reittier kaufen kann. Jetzt bin ich schon ein bisschen umsonst hingelaufen, aber vielleicht gibt es ja hier irgendwen, der mir Stuff abkauft. Zen-Händler. Nein, Zen ist blöd. Zen ist echt Geld. Das will ich nicht. Oh. Geisterpferd. Bestienbetreuer. Kann ich mit dir reden? Warum kann ich nicht mit dir reden? Oh Gott, ist das cool. Was bist du für einer? Ein Abenteurer. Okay, also... Ah, da. Du hast Geld über dem Kopf. Das heißt, ich kann bei dir meinen Stuff verkaufen. Sehr coole Logik übrigens. Verbrauchst du den Gegenstand hier, um meinen Schätzwert anzuzeigen? Schätzwert? 14. Kann ich das irgendwie beeinflussen, dass der mir dafür mehr gibt? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, der Schätzwert wird hier auch immer so angezeigt. Da muss ich ja nicht unbedingt da oben reinlegen, ne? Also alles, was rot ist, kann ich definitiv schon mal verkaufen, weil das nicht für meine Klasse ist. Und ich damit definitiv nichts anfangen kann. Was ist das hier? Unidentifiziert, okay. Minus Bewegung ist Blödsinn, will ich dann auch gar nicht haben. Minus Bewegung haben wir auch wieder hier. Wobei, wartet. Ne. Höchstens die Verteidigung würde sich ändern, aber das bringt mir relativ wenig. Was ist das? Schatzlade der Vernichtenden. Benötigt einen verzauberten Schlüssel. Lasst mich raten. Ich brauche, um diesen verzauberten Schlüssel zu kaufen, echtes Geld. Oder ich brauche dafür, wie heißt es, diese... Oh, ein Diebstahlpaket, das will ich nicht verkaufen. Minus Schaden ist Bullshit. Der auch Minus. Der macht plus kritischer Treffer. Weniger Schaden, weniger Kraft, weniger Bus. Ach. Also wenn 3 Attribute weniger werden und einer höher, dann ist das totaler Blödsinn. Ein Elfenbeinteller. Toll. Dash bringt mir auch nichts. Weg damit. Was ist das? Ach so. Oh, cool. Tragbarer Altar. Was kann ich mit diesen tragbaren Altären machen?
Erlaubt Spieler in der Nähe Götter anzurufen. Entfernt Wiederbelebungsintoleranz. Sich nicht im Kampf befinden. Okay. Was auch immer das bedeutet. Dunkles Emblem Rang 1. Ist von einer dunklen Aura umgeben. Ach, danke. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass die doch für meine Klasse sind und ich die nur, ach, jetzt kann ich das nicht mehr, ne? Ach, scheiß drauf. Warte mal hier. Ich habe noch keine Armschienen an, willst du mich verarschen? Wow. Die sind geil. Okay, dann muss ich gleich auf jeden Fall mal... Erholung, kritischer Treffer. Verteidigung. Verteidigung wäre schon nicht schlecht. Aber dafür weniger kritischer Treffer. Ich mag meinen kritischen Treffer. Ich überleg's mir mal noch. Ich kann jetzt zumindest erstmal... Also das habe ich jetzt definitiv alles schon verkauft, oder wie? Mann, das bringt mir ja fast gar nichts ein. Na gut, die Heiltränke brauche ich mir nicht zu kaufen. Die werde ich auf jeden Fall auch regelmäßig finden. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen sortieren. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt die ganze Zeit am Sortieren bin, aber... Hä? Warum habe ich die nicht verkauft? Ach, keine Ahnung. So, die muss noch identifiziert werden. Der hier kann weg. Definitiv. Definitiv. Schatzlade. Klingt ganz cool. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Naturpaket. Ist ja Blödsinn. Ich habe ja die Fähigkeit. Diebstahlpaket finde ich gut. Was ist das? Lebensentzug. Das ist ja cool. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Die wollte ich anlegen. Ach, die Bewegung ist jetzt weniger. Ach, scheiße. Naja, gut. Und Armschienen scheine ich noch gar keine anzuhaben. Tatsache. Oh, oh, oh. Ja, meine Partyknaller. Schwächere Schrift heute. Verwenden. Okay, kann ich das jetzt da drauf packen und dann ist das identifiziert? Cool. Aber kann ich das... Ah ne, jetzt ist weg. Plus 4 Rüstungsdurchdringung. Wenn die durchdringenden Stiefel angehen, können sie den Gegenstand wieder tauschen oder verkaufen. Entsorgen kann ich ihn. Warte, warte, warte. Wie viel ist der wert? 63. Hm. Ist mir die 4 Rüstungsdurchdringung das wert? Weiß ich noch nicht. Gut. Das bisschen Kleinkram kann ich jetzt eigentlich auch beim... What the? Das ist so ein cooles Teil, ey. Voll das witzige Dingen, ey. So, wartet. Das Zeug hier wollte ich auch verkaufen. Kann ich das? Ich glaube, ich kann das, ne? Und das Dingens da unten. Erste-Hilfe-Pakete finde ich wichtig. Boah, wie viele Identifikationsschriftrollen ich einfach habe. Brauche ich überhaupt so viele? Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt habe ich 50 Silber. Gehe ich richtig in der Annahme, dass 100 Silber ein Gold sind? Dann werde ich wahrscheinlich noch lange brauchen, bis ich wirklich genug zusammen habe. Moment, das muss ich ganz kurz überschlagen. Wie lange habe ich schon? 15 Minuten müsste ich jetzt haben. Wenn ich in Mathe... Nein, das ist ja gar nicht wahr. Ich müsste 25 Minuten warten. 35, 36 habe ich angefangen. 40? Nein, 15 erst. Oh, die ist so schwierig, du. Das ist so schwierig. Zen-Händler besuchen. Warum soll ich den Zen-Händler besuchen? Wow. Das ist so ein fucking Vieh, das ich haben will. Das ist... Oh Gott, es ist so geil. Oh, es ist so geil. Ich will haben. Guckt euch das Vieh an. Oh, ich liebe es. Aber... Oh Gott, es ist so cool. Es tut mir leid, dass ich jetzt so ins Schwärmen gerate, aber... Das ist genau das Vieh, was ich haben will. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt und ich habe keine Ahnung, wie, warum muss ich den Zen-Händler besuchen? Muss ich das? Hi. Ich bin Stufe 12. Ich habe die Quest einfach abgeschlossen. Voll gut. Website, auf der Sie Zen kaufen können. Nein, ich will keinen Zen kaufen. Das ist übrigens auch, glaube ich, der,
die Währung, in Anführungszeichen, mit der man im Perfect World bezahlen kann, sollte, müsste und so. Was ist jetzt das nächste? Herrschaft PvP. Nee, das will ich ja nicht machen. Das ist ja genau der Punkt. Nestai? Ich habe alarmierende Berichte vom Marktplatz der Sieben Sonnen. Kobolde treiben sich in der Stadt herum. Genau, das ist ja das, was ich eigentlich zuerst machen will. Oh, nicht schon wieder? Nein, weg, weg. Oh, guck mal, wie süß. Da, ein kleines Rehkitz neben mir. Voll schnuffig. In die Richtung muss ich. Oh, ist das niedlich. Guck mal, es hüpft hinter ihm her. Oh, jetzt ist es weg. Es ist gerade hinter ihm hergehüpft. Okay. Guck ich mal. Bei 55 müsste ich dann ja eigentlich kurzen Kap. Wo ist meine Glitzerspur? Hä? Bin ich jetzt. Muss ich hier rein? Kann ich hier rein? Ich kann hier gar nicht rein. Was zum. Sollte hier eigentlich jemand sein? Hier! Okay. Muss man erstmal drauf kommen, Leute. Okay. Und wieder in der Kanalisation. Ich habe das Gefühl. Wow. Es wurde gerade so hell. Ich habe das Gefühl, die haben es irgendwie mit ihren Kanalgeschichten hier. Nicht, dass ich das schlecht finden würde. Da ist ein etwas. Au! Fucking Fallen! Oh Gott, ist das nervig. Russ Otto. Ich brauche nur ein bisschen Ruhe. So siehst du auch aus. Hallo, mein Freund. Ich habe momentan leider einige Schwierigkeiten. Seht ihr, Kobolde haben mich erwischt. Eine tiefe Stichwunde. Ich stehe im Auftrag einer hochgestellten Persönlichkeit von Neverwinter, deren Handelsniederlassung letzte Nacht geplündert wurde. Die Diebe sind mit Geld und wichtigen Geschäftsinformationen entkommen. Auf das Zurückholen der Schriftrollen wurde eine Belohnung ausgesetzt, die ich in Anbetracht meiner derzeitigen Situation gerne mit euch teile, wenn ihr diese Aufgabe übernehmt. Sobald ihr sie in euren Besitz gebracht habt, bringt sie meinem Partner am Eingang des Abwasserkanals. Also ich würde ja mal sagen, da ich ab jetzt die ganze Arbeit mache, behalte ich den ganzen Scheiß einfach für mich. Heißt das, ich muss hier einfach nur so ein paar Schriftrollen einsammeln? Oh, aber nicht in der Mitte des Weges gehen. Jetzt kommen da wieder irgendwelche Fallen, darauf habe ich keinen Bock. Kann ich hier durch? Geht das? Kann ich hier? Nein, da geht's nicht weiter. Meine Beine sind verletzt. Das ist aber doof. Oh. Okay, ich würde sagen, das Ganze mache ich dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal beginne ich dann die Quest richtig, sage ich mal. Ich muss 12 Schriftrollen besammeln. Besamen. Hier, 12. Eine von 12 habe ich. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hat mich sehr gefreut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ich danke euch vielmals dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.